5,793 Kilometer lang, 30 Minuten und eine Runde, die übliche Renndistanz hier im Porsche Carrera Cup Deutschland. Einführungsrunde läuft bereits, das heißt, wir stolpern einfach mal direkt rein. Wie es jetzt hier aussieht, nach dieser wirklich langen Pause, es handelt sich um ein Ersatzrennen für das gestrichene Rennen am Nürburgring wegen der Flutkatastrophe. Ja, und einer hat nichts verlernt und das ist unser Pole-Mann vom Team GP Elite, Larry Tenforde, erneut auf der Pole-Position in beiden Rennen. Laurin Heinrich auf der zweiten Position, Meisterschaftsdritter. Zuletzt in Sandfort ist das nicht ganz so rund für ihn gelaufen, als er da einen Frühstart hatte. Ayan Chang Güven auf der dritten Position, der Porsche Junior. Und auf Platz 4, das vielleicht die große Überraschung, Jesse Van Kaik. Jetzt sind wir hier schon etwas weiter unten mit Bastian Buß als bestem Rookie, gefolgt von Luke Hartog. Zwischen den beiden geht es um den Rookie-Titel. Und der beste Pro-Am, das ist jetzt wieder mal Carlos Rivas, der Dauersieger in dieser Saison aus Luxemburg. 7 Siege hat er bislang eingefahren. Die letzten 3 Rennen hat er allerdings abgegeben. Ein neuer Name, beziehungsweise nicht ganz so neu, Philipp Saga, sicherlich einigen bekannt, ist diese Saison auch schon einmal als Gaststarter dabei gewesen und ist natürlich auch im Porsche Mobil 1 Supercup eine große Nummer. Der ist hier ebenfalls vor 2 Wochen gefahren. Es sind einige namhafte Fahrer nicht dabei, unter anderem Max van Splünteren. Wir haben mit 26 Fahrzeugen das kleinste Feld der bisherigen Saison. Das verwundert natürlich nicht bei einem Rennen, das ursprünglich gar nicht im Kalender stand. Freundlicherweise hat die International GT Open uns hier noch mit aufgenommen vom Porsche Carrera Cup Deutschland. Ja, dann nochmal ganz schnell die Top Ten. Also Tenforde, Heinrich, zweite Reihe, Güven und Jesse Van Kaik. Das sicherlich die positive Sensation im Qualifying. Dann Leon Köhler und Christopher Zöchting in der dritten Reihe. Zwischen den beiden gab es Beef in Oschersleben mit Rausdrängen von der Strecke und Überholen mit Bump. Dann Yuka Onkavuori von MRS GT Racing auf der 7. Position, gefolgt vom schon angesprochenen besten Rookie Bastian Buß. Der muss gegen Luke Hartog in der Meisterschaft ein bisschen was aufholen, hat da nämlich im Moment einen Rückstand von 24 Punkte sind es. Also da gibt es ein bisschen was aufzuholen, wenn er den Rookie-Titel hier noch spannend machen will. Und die Top 10, die komplettiert dann unser Simracer Rüdi van Büren, der hier mit einem neuen Renningenieur dabei ist. Das handelt sich um Frank Funke. Das ist ja auch der Ingenieur, der Nicolas Misselin im Porsche Mobil 1 Supercup zum Pro-Am-Champion gemacht hat. Dort mit 6 Siegen aus 8 Rennen. Also da hat er sich auf jeden Fall ein ganzes Schwergewicht hier reingeholt. 10. Startposition für ihn. Auf Platz 11, den nehmen wir auch noch mit. Der wird nämlich ein bisschen enttäuscht sein. Moritz Trüring, der dritte in der Rookie-Wertung. Ja, und das also ist jetzt mal die Startaufstellung auf den ersten Plätzen. Und damit sind wir jetzt schon bereit für 30 Minuten plus eine Runde Action. Startampeln sind geschaltet. Crunch-Time. So, Tenforde nicht den besten Start, das haben wir schon einige Male gesehen. Heinrich hat ihn ausbeschleunigt, auch Güven nicht so gut weggekommen, wird direkt mal attackiert von Van Kaik auf der Innenbahn. Den hat er wohl abwehren können, aber Leon Köhler hat da einen sensationellen Start aus der dritten Reihe. Heinrich vor Tenforde, Güven und Köhler, die prügeln sich dann noch um Platz 3. Onkavuori drängelt sich da innen durch, alle 26 Fahrzeuge erstmal gut durchgekommen, bis auf einen, der da durch die Auslaufzone geht. Einer von Team GP Elite, aber Laurin Heinrich hat sich erst einmal die Führung geholt. Tenforde, wieder kein perfekter Start in dieses Rennen. Das muss er jetzt mit dem Windschatten dann reißen. Aber Güven auf der dritten Position versucht jetzt erst einmal Tenforde zu attackieren. Der kann das Ganze ablocken. Also sortieren wir das mal. Heinrich vorne weg, dann haben wir Tenforde auf der zweiten Position und Güven auf 3 und der attackiert jetzt schon wieder Tenforde. Keine gute Startrunde des Meisterschaftsführenden, während es da hinten richtig zur Sache geht. Da ist schon wieder ein GP-Elite-Fahrzeug. Ich meine, es waren die gelben Außenspiegel, wäre dann Srüring. Und Güven geht ebenfalls vorbei an Tenforde und das hilft Laurin Heinrich, der mit einem riesen Vorsprung jetzt hier schon ankommt. Da dürfte der Windschatten sogar schon fast abgerissen sein. Schauen wir mal durch. Ich glaube tatsächlich, dass Frühling das gewesen ist, weil der ist mir da gerade nicht durchs Bild gefahren. Vorne Heinrich, der macht Checkout. Dahinter geht es dann zur Sache zwischen Güven, Tenforde und Köhler. Und dann Onkavuori mit einem wirklich Top-Start auf der 5. Position. Und da haben wir es jetzt. Moritz Trüring schmeißt die Tür stocksauer zu. Das Rennen ist vorbei und damit wahrscheinlich auch die Hoffnungen, vielleicht in der Rookie-Wertung noch irgendetwas auszurichten. Der war Drittplatzierter vor diesem Rennen. Aber die Nullrunde, die wird ihn jetzt wahrscheinlich in dieser Wertung dann doch ziemlich rausbringen.
1,1 Sekunden Vorsprung für Laurin Heinrich. Es ist jetzt wichtig, dass er den Windschatten abreißen lässt. Wir müssen mal sehen, wie das jetzt hier läuft mit dem Windschatten. Das war im Supercup und auch bei den ersten beiden Rennen des Carrera Cups gar nicht so einfach, aus dem Windschatten heraus zu attackieren. Hinten sehen wir, wie sich einer reinbremst und einer geht geradeaus. Das sind Rudi van Buren und die Nummer 26 müsste Daan van Kuijk sein. Nee, ist Jesse van Kuijk. Oh, hat ja einen schlechten Start gehabt. Mein lieber Mann, da ist er aber richtig zurückgegangen. Da war es ein anderes GP-Elite-Fahrzeug, was da Guven attackiert hat. Oder hat Guven ihn vielleicht so weit rausgeschoben, dass er vom Gas gehen musste und dann viele Positionen verloren hat? Werden wir vielleicht gleich in der Zeitlupe nochmal bekommen. Jedenfalls haben wir jetzt hier den Tower zum ersten Mal eingeblendet. Also die ersten vier hatten wir. Honka Vuori auf der 5. Zeuchling hat sich auf der 6 gehalten. Dann Bruce van Buren und dann also Jesse van Kuijk zurückgefallen bis auf die 9. Position. Und Lukato, der musste ein bisschen was abgeben in der Startphase. Und abgeben musste jetzt auch von seinem Vorsprung Laurin Heinrich. Sie haben ihn wieder eingefangen. Also nichts mit Reis ausnehmen. Wunderbar. Dieser 6-Zylinder-Boxermotor. Diese Autos, die klingen wirklich fantastisch, wenn man sie sich vor Ort mal anhört. Das klingt jetzt im Fernsehen vielleicht tatsächlich so ein bisschen wie im Vorjahr. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da mal an die Strecke gehen, die machen richtig Sound. Also das ist wirklich vom Feinsten. Kann man jedem empfehlen, sich wirklich nur mal vor Ort anzusehen, diese Fahrzeuge. Zwei Wochenenden haben wir ja noch. Kommendes Wochenende am Sachsenring und dann das Finale am 23. und 24. Oktober in Hockenheim. Schauen wir hier erstmal Carlos Rivas. Nach wie vor bester Pro-Am-Pilot. Der hat da so ein kleines Tête-à-Tête mit Julian Hanses, der sich das sicherlich auch etwas anders vorgestellt hat, als sich da mit einem Pro-Am bekämpfen zu müssen. Geht um die 12. Position. Und Larry Ten Forde ist immer noch in der Defensive. Ist er vielleicht mit etwas geringerem Reifendruck gestartet, dass er in der Anfangsphase jetzt ein paar Opfer bringt, aber dann hinten heraus besser kommt. Rudi van Buren hier quer in die Variante Rettifilo rein. Und Hanses hat sich jetzt erst einmal an Carlos Rivas vorbeigeschoben. Dahinter mit den blauen Außenspiegeln ist Lukas Runefeld. Und dann Daan van Kuijk auf der 15. Position, sein Teamkollege. Wieder dieses heftige Anbremsen. Honka Vuori mit einem dicken Lock-up hier vor der Variante della Roggia. Haben wir auch schon im Supercup gesehen, das war bei Dorian Boccolacci, dass man da gerne mal das kurvenäußere Rad blockiert und da geht einer mal richtig durch den Dreck. Das ist unser Halblokal-Matador. Das ist der Cittignola. Ein Mann aus Bruchsal, der noch nie in Monza gefahren ist, ist Halbitaliener. Kleine Rallycross-Einlage, ansonsten aber alles dort in Ordnung geblieben. Heinrich hat sich wieder ein paar Meter rausfahren können. Guven muss aber im Moment auch nicht so wirklich gegen Ten Forde verteidigen, weil der mit Leon Köhler mächtig beschäftigt ist. Ja, und Jesse van Kuijk kann aus seiner Startposition nichts machen. Gerät jetzt schon unter Druck von Lukato und auch Christopher Zöchling versucht da jetzt eine Attacke gegen Jukka Honka Vuori. Nicht vergessen, der hat mutmaßlich einen Bremsplatten vorne rechts und das geht jetzt dem Zöchling ein bisschen zu langsam. In diesem auffälligen Design für die nachhaltigen Kraftstoffe, die Porsche ja im Mobil 1 Supercup aktuell entwickelt und die wahrscheinlich auch über kurz oder lang im Carrera Cup Deutschland mit an den Start gebracht werden. Heinrich fährt mal 1:50.631 als schnellste Runde. Jetzt wäre spannend zu... Oh, Ten Forde nicht gut rein. Und das ist jetzt das, was spannend zu sehen gewesen wäre. Den kann er aber nicht halten, der Christopher Zöchling. Einmal abgekürzt. Oh, der will aber trotzdem verteidigen. Drängt Honka Vuori jetzt hier von der Strecke. Nee, das kannst du so nicht machen. Also den mal bitte wieder zurückgeben, den Platz. Wäre jetzt gut beraten, vor der Variante della Roggia zurückzustecken. Und Ten Forde gegen Köhler. Jetzt machen die auch dasselbe. Und Ten Forde schickt Köhler hier von der Strecke. Jetzt wieder auch Köhler und Zöchling, alle fahren sie geradeaus. Zöchling auch und Köhler geht ebenfalls jetzt wieder vor Ten Forde. Das sind jetzt mehrere Überholmanöver, wo sicherlich die Rennleitung hier nochmal ganz genau hinschauen muss. Nur meine Güte, also die geben sich's aber wirklich hier. Das ist allerdings, glaube ich, jenseits der Grenze. Da wird auch unser Driving Advisor Christian Menzel ein bisschen einschreiten müssen. Also, dass der Zöchling vom Honka Vuori fährt, ist, glaube ich, nicht okay. Und das Köhler vor Ten Forde fährt ebenfalls. Der hat jetzt auch gerade mal den Blinker gesetzt.
Ich denke mal, er wird ihn gleich wieder vorbeilassen. Was er aber getan hat, ist, dass er da vorne eine Lücke gerissen hat. Und das wird Ten Forde mächtig ärgern. So, jetzt nochmal der Blinker. Ja, komm, fahr vorbei. Damit sollte Ten Forde jetzt wieder auf Platz 3 gehen. Zöchling wird schon zum zweiten Mal einen Piloten in dieser Saison von der Strecke gefahren. Das eine Mal war Köhler in Oschersleben, das andere war jetzt Honka Vuori hier. So, und jetzt schauen wir nochmal und schauen wir auf Jesse van Kuyt da hinten. Der ist nämlich, genau, der hat Guven attackiert und Guven hat ihn komplett rausgedrängt. So, hier ist er noch da und der wird dann schlicht und einfach in der ersten Schikane abserviert und da geht ihm die Straße beim Rausbeschleunigen aus der Variante Rettifilo raus. So, und dann gerät Ten Forde da ein bisschen durch diese Tiefflugeinlage nach hinten. Und da im Hintergrund Srüring und Hartog sind da aneinander geraten. Und das muss bei Srüring wohl die Aufhängung zerstört haben. So ist also unser Rookie hier ausgeschieden. Ja, da geht's dann geradeaus. Das Fahrzeug nicht mehr steuerbar. So, und dann Ten Forde hier noch einmal im Dreck. Keine optimale Runde. So, und dann die Nummer. Aha, der Honka Vuori. Ja, gut. Okay, jetzt sieht die Situation natürlich ein bisschen anders aus. Yuka Honka Vuori hat den, ja, ein bisschen rausgeschoben. Während hier, ja, das ist Christoph Huber, unser engagierter Teamchef von Huber Racing, der da den Platztausch anordnet. Da ging es aber, glaube ich, um Köhler und Ten Forde. So, und Zöchling lässt jetzt Honka Vuori wieder vor. Ob jetzt auf Anheißen der Rennleitung oder doch noch mit später Einsicht, sei mal dahingestellt. Wieder fliegen sie da in der Ascari-Schikane über den Curb. Variante della Roggia und die Ascari-Schikane, es ist wirklich spektakulär, wenn man diesen Boliden da beim Tieffliegen zusieht. Da braucht man fast eine Pilotenlizenz. Ten Forde und Köhler. Und dann kommt jetzt Zeuchling mit stehenden Reifen. Und jetzt fliegen sie wahrscheinlich beide ab. Da können sogar die Linie halten. So, da wird sich jetzt mal angelehnt. Und Bastian Buß könnte das Ganze ausnutzen. Der sticht in jede Lücke rein. Und der kriegt jetzt gleich 2 zum Preis von 1. Sensationell. Schön ausgenutzt, diesen Kampf. Er hat die Innenbahn. Das dürfte er sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Und Rüdi van Buren kommt dahinter jetzt mit einem Triple-Windschatten, hat aber keinen freien Raum mehr. Und wieder blockiert bei Honka Vuori, also den Reifen, den kannst du gleich zum Omega machen. So, Bastian Buß drängt einfach mal alle raus. Ich bin der Einzige, der jetzt vernünftig durch die Schikane gefahren ist, also gehören die Plätze mir. Auch meine Taktik, Köhler greift den Vorder an. Ja, ist hier was los. Also das ist doch Markenpokal-Action vom Feinsten. Das ist Porsche Carrera Cup Deutschland. Heinrich Guven. Und wer wird jetzt Dritter? Es müsste eigentlich Köhler sein, aber auch er blockiert. Kann er das halten? Boah, rutscht rein, kann er nicht. Muss ihn wieder abgeben. Da kommt Ten Forde mit einem blauen Auge davon. Oder stellt Köhler das jetzt nur halb wieder her? Nein, er lässt ihn ganz vorbei. Booster auf der 5. Position. Hat also diese 2 Plätze halten können, aber hat jetzt mit Christopher Zöchling zu tun. Und der ist heute richtig auf Krawall gebürstet. Van Buren ebenfalls dran. So, Honka Vuori, der ist gerade ausgeschossen in der Rettifilo, ist auf der 10. Position wieder raus. Herrlich. Wirklich herrlich, was hier läuft. Bastian Buß jetzt bei der Verteidigung gegen Christopher Zöchling. Und Luke Hartog steckt da hinten das Näschen bei Jesse van Kuyt rein und ist vorbeigekommen. Holland interner Tausch, allerdings Hartog für Black Falcon unterwegs, nicht für GP Elite. Buß macht wieder die Innenbahn dicht. Vor der Kurve Alboreto, wie sie neuerdings heißt. Und dann nach dem 2001 verstorbenen Michele Alboreto. Da sieht man wieder, wie der Heckflügel im Windschatten so richtig zittert. Das sieht man immer wieder bei diesen, ja, bananenförmig aufgehängten Heckflügeln. Zeuchling über die Außenbahn. Das geht in der Variante Rettifilo. Er hat nämlich schon einen kleinen Vorsprung. Da kann er jetzt außen herum gegenhalten. Nee, Buß macht dasselbe. Fährt aber jetzt selber geradeaus. Er wollte dasselbe machen wie in der letzten Runde. Ihn rausdrängen und ja, dann als Einziger die Schikane richtig durchfahren. Ging schief. Da hinten geht es auch bei einem GP-Elite-Piloten schief. Müsste Runefeld gewesen sein, ganz sicher bin ich mir da nicht. Und der andere GP-Elite-Pilot ist immer noch beim Verteidigen. Das ist nicht das Rennen des Larry Ten Forde.
Während Zöchting jetzt also am Bus vorbeikommt, der sich jetzt gleich mit Van Buren auseinandersetzen muss, der ausgezeichnet rauskommt aus der Variante. Della Roggia und Bastian Buß zieht da direkt mal rüber und kann es so gerade eben verhindern, dass der da den Fuß in die Tür setzt. Hartog, Van Kuik und dann Honka Vuori, der wieder erstarkt ist. Scheint den Bremsplatten jetzt gemanagt zu bekommen. Gewinn, schnellste Runde, hat das mit dem Sieg noch nicht aufgegeben, wir sehen es hier. Beide brauchen den Sieg unbedingt und beide brauchen auch eigentlich Köhler vor Ten Forde. Dann haben wir Zöchling, Buß immer noch im Kampf mit Van Buren, Hartog, Van Kuik und Honka Vuori. In der Pro-Am-Wertung, da hat Carlos Rivas die Nase vorn, hat da auch immer noch einen Puffer mit Rudolf Rien zwischen sich und Kim Hauschild auf der gesamt 18. Position. Während jetzt hier Van Buren sich Buß schnappt, zumindest mal in erster Instanz. Über die Außenbahn durch die Alboreto-Kurve, ja mein lieber ja Gesangsverein, Rüdi Van Buren, der Sim-Racer gegen Bastian Buß, aber Buß geht hier auf der Geraden etwas besser. Jetzt noch einmal dieser heftige Bremspunkt. Nochmal über die Außenbahn, das ist zu spät. Da geht Van Buren geradeaus, wie viele Plätze verliert er jetzt in dieser Gruppe? Einige, Hartog ist vorbei. Ja, nur Hartog. Ich glaube, den Van Kuik kann er halten. Und hier sehen wir jetzt noch mal einige dieser unglaublichen Szenen in dieser Kampfgruppe da im vorderen Mittelfeld. Also das ist doch ein Bild für die Götter hier. Herrlich. Honka Vuori musste da geradeaus. Buß kriegt die Kurve so gerade eben. Zöchling durch den halben Notausgang. Oh mein Gott. Ja, also gut was los hier beim Porsche Carrera Cup Deutschland beim zweiten Aufschlag in Monza. Wir gehen jetzt einmal kurz ab in die Werbung und kommen dann gleich mit der zweiten Rennhälfte zurück. Zurück in Monza und es ist vorbei für Jukka Honka Vuori. Das war ein Verbremser zu viel. Das hält auch der beste Michelin-Reifen nicht aus. Und hier geht's weiter zur Sache. Mein lieber Mann, sind die heute auf Krawall gebürstet hier. Da hat's aber mal für alle rohes Fleisch zum Frühstück gegeben, wie der Kollege Adorf immer so gerne sagt. Also, Buß, Hartog und Van Buren bekämpfen sich. Dahinter haben wir Julian Anses und Jesse Van Kuik. Und das geht hier jede Runde munter weiter, weiter vorne. Bearbeitet auch weiterhin Leon Köhler, den Larry Ten Forde. Lediglich Christopher Zöchting hat sich jetzt hier mal so ein bisschen eine Komfortzone aufgebaut. Hartog war vorhin schon fast einmal an Bastian Buß vorbei und auch weiter hinten geht es ziemlich heftig zur Sache. Da haben wir Jan-Erik Sloten, der aus dem Notausgang kommt und Ahmad Shehab hat sich da in der Variante Della Roggia gedreht. Und das Dreierpaket hier, das sorgt für Action ohne Ende. Keine Kurve, in der sie nicht irgendwie beim Bremspunkt nebeneinander sind. Im Vordergrund sehen wir, dass Köhler jetzt ein bisschen abgelassen hat von Ten Forde. Das heißt, wir können uns ein bisschen hier auf diesen Wahnsinnskampf konzentrieren. Und das geht ja da hinten noch weiter. Wir sehen da zwei weitere Gruppen, die ebenfalls dem hier in nichts nachstehen. Hartog kann sicherlich schneller als Buß, aber der verteidigt mit dem Mut der Verzweiflung. Es geht zwischen den beiden ja um die Rookie-Wertung. Beides Fahrer auch aus dem Porsche Carrera Cup Talent Pool. Das ist so ein Pool, für den kann man sich als Fahrer einschreiben und bekommt dann eine besondere Förderung von Porsche Deutschland. Da geht's dann um Medientrainings, Ernährungspläne und natürlich sehr viel Fahranalysen, während hier munter weitergekämpft wird auf dem Vormarsch Sandro Kaibach vom Team Fachautotech. Über das Team haben wir gleich noch ein schönes Special vorbereitet. Also, wo man hinsieht, geht's hier richtig zur Sache. Das ist schön. Das hat man in Monza nicht immer dieses Jahr. Oh, Bastian Buß, das ist zu spät. Das ist zu spät. Der geht geradeaus. Alter, der quetscht sich da irgendwie durch. Und Hartog kann es wieder nicht nutzen. Das ist doch nicht wahr. Ne, Luke, da musste cleverer werden. Also, da musste dann langsamer durch den ersten Teil der Schikane fahren, um den Überschuss zu halten. So ist der verpufft, weil er zu schnell aufgeschlossen hat. Ach, schade. Also, das wäre es jetzt eigentlich gewesen für ihn. Van Buren kann das auch nie nutzen.
Also ich sag mal, da wäre jetzt vielleicht Larry Ten vorne mit seiner Abgezocktheit definitiv vorbeigekommen in der Situation. Aber dafür haben wir die Junioren. Ja, das müssen sie lernen. Das werden sie sich dann sicherlich auch mit Wolf Hensler, dem Coach der Junioren, dann nochmal genau anschauen, diese Szene. Wie man das vielleicht taktisch ein bisschen cleverer hätte anstellen können. Natürlich, das ist von außen so einfach gesagt, wenn man da mittendrin steckt, dann ist das eine ganz andere Sache. Aber da muss eine objektive Analyse natürlich sein. Den Platz hätte Lukatoch jetzt schon haben können. Gut für uns, denn so geht's weiter. Bastian Buß hat hier definitiv nicht das Tempo der beiden dahinter. Aber er hat die Track Position. Und er macht auch wirklich alle Scheitelpunkte eng. Jetzt hat Van Buren hier einen sehr guten Run. Jetzt bringt das Ganze auch noch Hanses wieder ran. Van Kuik ebenfalls. Da haben wir jetzt gleich hier noch einen schönen Sechskampf. Ja, immer her damit. Das macht doch mal richtig Spaß, dieses Rennen. Jetzt Van Buren über die Außenbahn. Nochmal, das geht in der Kurve. Buß ist sehr früh auf der Bremse. Kriegt er jetzt sogar beide, der Van Buren? Nein, er schießt sich selbst ins Aus. Das war ein bisschen zu spät. Aber da muss ich sagen, die Attacke war es definitiv wert. Kaibach verliert jetzt die Plätze wieder, die er sich gerade da geholt hat. Schade drum. Wieder von vorne. Van Buren muss immer noch jetzt büßen für diesen Fehler gerade. Hanses ist daneben und er sollte nach Lage der Dinge vorbeigehen. Hartuch mit der Lichthupe. Das interessiert den Buß überhaupt nicht. Und Van Buren verliert tatsächlich den Platz an Hanses. Oh, der muss sich da nochmal in zweiter Instanz verteidigen. Das geht mit einer kleinen Ecke. Haben wir schon mehrfach gesehen, wenn dann der Hintermann da drauf knallt. Das ist aber für den Vordermann dann genau das, was er braucht. So, das ist nicht gut für Buß am Ausgang. Aber Hartuch kriegt wieder keinen Überschuss aufgebaut. So, jetzt macht er hier fast Bumpdrafting. Ja Mann, sind wir jetzt hier bei Nesca? Unglaublich. Ja, doch, er ist ein bisschen besser rausgekommen. Aber das ist ein weiter Weg jetzt über die Außenbahn. Wenn auch nicht hoffnungslos. Und er wirft den Bremspunkt sowas von spät, dass er vorbeikommt. Toll, Lukatoch. Ah, hat aber gleich wieder einen Fehler in der Ascari drin. Leicht übersteuert das Fahrzeug. Das heißt, er wird nochmal verwundbar sein auf dem Weg zur Michela Alboreto-Kurve. Bleibt aber vorn. Wir sehen das also, der Windschatten ist nicht so ganz ausgeprägt bei diesen Fahrzeugen scheinbar. Haben wir auch schon im Supercup gesehen, dass man da jetzt nicht so einen Überschuss bekommt, wenn man lange im Windschatten hängt, wie man vielleicht erwarten würde. Deshalb taten sie sich beim Supercup-Rennen auch etwas schwer mit dem Überholen, aber hier haben wir ja wirklich Action in jeder Kurve. Jetzt vielleicht mal teamintern. Herr Jesse van Kuik, einfach nicht sein Rennen. Jetzt wird er auch noch vom Teamkollegen Lukas Runefeld attackiert und das über die Außenbahn. Und es ist die Höchststrafe für Jesse van Kuik. Und Heinrich verbremst sich in der De La Roncia. Jetzt geht Güven an die Spitze. Heinrich schmeißt es fast noch in die Mauer. Riesenfehler von Laurin Heinrich. Und das ist jetzt ganz schlecht für seine Meisterschaftsambitionen. Umso besser für die von Güven. Da sehen wir es ganz kurz blockiert. Auch hier wieder das kurvenäußere Rad auf einer Bodenwelle. Der Grat ist so schmal, schmeißt ihn da quer durch den Apparat. Wir geben noch mal kurz ab in die Werbung und dann sind wir gleich zurück mit der Entscheidung. Ja, nach wie vor geht's fast jede Runde in der Variante Retifilo geradeaus oder es geht auch mal rundherum. Bashar Mardini aus Kanada hat sich hier einmal verabschiedet aus eigener Kraft. Zuvor haben wir gesehen, Lukas Runefeld auch einmal geradeaus, hat sich da aber keinen Vorteil verschafft. Ja, Bastian Buß immer noch zwischen Gut und Böse. Sein Glück ist, dass Julian Hanses und Rüdi van Buren sich gerade weiterhin bekämpft haben. Und apropos bekämpfen, Leon Köhler jetzt mit der Schlussattacke. Also, da muss er jetzt aber langsam mal vorbeikommen, weil er kann deutlich schneller als Larry Ten Forde. Kann nicht schon wieder den drei Protagonisten das Podium überlassen und dann selber die Brautjungfer spielen bei der Siegerehrung. Einmal kreuzen, zweimal nein, der Überschuss ist wieder nicht da. Ten Forde ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen, hinten geht Zöchling geradeaus. Das macht aber nichts, der ist ja so ziemlich Einzige, der in diesem Feld relativ alleine vor sich hinfährt. Heinrich sehe ich nicht mehr, dass er Güven attackieren kann. Dieser Fehler hat die Sache entschieden. Da wird er sich fürchterlich ärgern. Damit ist auch klar, dass die Meisterschaft dann wahrscheinlich doch eher eine Auseinandersetzung zwischen Ten Forde und Güven werden wird.
will den Heinrich jetzt noch nicht abschreiben, wenn es so ausgeht. Aber das ist natürlich jetzt ein deutlicher Gewinn für Güven zunächst mal im Kampf mit Heinrich. Beide werden drum betteln, dass doch jetzt bitte der Kollege Köhler da noch an Ten Forde vorbeikommt. Sie brauchen diese, Zusatzpunkte wäre jetzt falsch formuliert, aber sie brauchen noch ein paar mehr Fahrzeuge zwischen sich und Ten Forde, damit sie diesen Abstand da wieder zufahren in der Meisterschaft. Das sind gut und gerne 35 Punkte, also das ist mehr als ein Sieg hier im Porsche Carrera Cup Deutschland. So, bei den Pro-Ams Carlos Rivas nach wie vor an der Spitze. Geht immer noch über die Reifentrümmer da von Yuka Onkavuori. Manche andere Serie hätte da auch auf Safety Car geschaltet. Hier bleiben wir voll drin in der Action. Im Hintergrund sehen wir wieder Van Buren und Hanses, wie sie da auf die Retifilo zugehen. Van Buren will den Platz zurückholen. Jetzt einmal Kreuz nach Hanses, geht geradeaus. Das heißt, Buren wird diesen Platz jetzt zurückbekommen. Und Köhler, das ist jedes Mal so auf Messerschneide, dieses Anbremsen für die Variante della Roggia. Jetzt kommt er mal besser raus. Ten Forde leicht im Dreck, aber kann wieder die Tür zuschmeißen. Mein Gott, es geht da links und rechts nicht vorbei für den Leon Köhler. Aber was für ein Rennen ist das für Larry Ten Forde. Völlig untypisch, dass er so defensiv davor gehen muss. Irgendjemand hat da auch noch das Styroporschild jetzt atomisiert. Haben wir auch schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen. Ist jetzt kein großes Problem. Und Heinrich, der greift doch tatsächlich nochmal an. Hat Güven da einen Fehler gemacht? Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Da hätte ich jetzt nie und nimmer mitgerechnet, dass der noch die Kraft hat, hier nochmal einen Angriff zu starten. Also das ist auf jeden Fall das spannendste Rennen, was wir in dieser Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland gesehen haben. Und das geht ja dann morgen auch gleich weiter. Da werden wir uns hier melden. 12.30 Uhr ist der Start dieses Rennens. Und zuvor gibt es hier auf Sport 1 dann noch den Stahlwerk-Doppelpass mit Hans-Joachim Watzke. Das Ganze um 11 Uhr. Und der Heinrich total am Limit. Ah, herrliche Szenen. Da sieht man noch richtig die Kräfte, die auf diesen Autos wirken und die sie auch aufbauen. Das sieht man bei modernen Rennwagen ja gar nicht mehr so häufig. Hier sieht man das noch so schön in Monza. So, wie geht das da hinten aus? Bitte umschalten auf den Platz 3. Da ist er, Leon Köhler. Er hat aber keinen Überschuss, oder beziehungsweise keinen Overlap, dass er da vor Ten Forde würde einlenken können. Und jetzt ist er so dicht dran, dass er da auch beim Rausbeschleunigen nicht besser rauskam. So, Güven, wenn er jetzt keinen weiteren Fehler macht, sollte er das eigentlich halten können. Ten Forde wieder bremsen. Oh, Köhler will über die Außenbahn und ist jetzt in ja voll. Er hat ihn. Was für ein Manöver von Leon Köhler. Grandios. Das war sensationell. Und das gegen den amtierenden Meister und Tabellenführer. Wow. Leon Köhler, also das war eine 1 mit Sternchen. Mein lieber Mann. Was für ein Ding. Außen in der della Roggia. Da ist das bei weitem nicht so einfach wie in der Retifilo, wenn man so daneben fährt. Das war bockstark. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Huber auf dem Podium mit Heinrich und Köhler. Der Sieg allerdings, der würde nach Lage der Dinge an Phoenix Racing gehen. Die Mannschaft von Ernst Moser, direkt am Nürburgring beheimatet. Ja, Christopher Züchting ist da zu weit weg. Er wird hier nicht mehr eingreifen können. Platz 4 ist für Ten Forde natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, ist aber auch kein Weltuntergang. Und hier nochmal dieses herrliche Manöver. Da außenrum mitfahren. Und jawohl, da darf man auch mal wirklich richtig aufspringen, Christoph Huber. Das hat er toll gemacht. So, letzte Runde müsste laufen. Wir sind vorhin, genau, da kommt es auch, mit 17 Sekunden Restzeit rübergegangen. Das heißt, das ist die letzte Runde. Ten Forde hat das aber noch nicht aufgegeben. Also jetzt muss Leon Köhler seine Defensivqualitäten unter Beweis stellen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da an einem Fahrer vorbeikommt, wo man sich das ganze Rennen an dessen Bremspunkten orientiert hat. Und jetzt muss man die plötzlich selber finden. Eine Chance hatte Ten Forde noch. Jetzt beim Anbremsen. Variante della Roggia. Nochmal Lichthupenterror. Links, rechts zuckt er da.
muss es jetzt über die Außenbahn machen und Köhler lässt sich ins Boxhorn jagen. Er geht geradeaus, er wird jetzt vorne bleiben. Das wird die Rennleitung jetzt entscheiden müssen, ob das in Ordnung geht. Ich fürchte aber, das wird zu Ungunsten Köhlers ausgehen. Da hat er sich doch von dem alten Fuchs wieder total nervös machen lassen auf dem Bremspunkt. Und ich habe es jede Runde gesagt, das ist bis jede Runde so unglaublich am Limit an dieser Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der den dritten Platz behalten wird. So, Ayan Chang Güven auf dem Weg zum dritten Saisonsieg. Erstes Rennen Norschersleben, zweites Rennen Sandfort. Das heißt, das wird der zweite Sieg in Folge. Egal, ob Tenfordi jetzt Dritter oder Vierter wird, Güven zeigt nochmal auf, dass diese Meisterschaft noch nicht entschieden ist. Das doppelte Doppel für Larry Tenfordi soll kein Selbstläufer werden. Raus aus der letzten Kurve und dann ist es vollbracht. Dritter Saisonsieg für Ayan Chang Güven und Phoenix Racing. Laurin Heinrich hat es selber weggeworfen. Das wird er wissen und das wird ihn ärgern. Leon Köhler geht erstmal als Dritter über die Linie. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Larry Tenfordi auf das Podium wird klettern dürfen. Das wird auch relativ schnell entschieden werden. Ob der Platz jetzt behalten werden darf, da kann man ja relativ einfach eine Zeitstrafe verhängen. Plus 3 Sekunden würde ausreichen, dass Köhler dann immer noch Vierter wird. Zöchling ist drüber. Lucato, hart erkämpfter Sieg in der Rookie-Wertung. Das heißt, er baut da seine Meisterschaftsführung auf Bastian Buß ein bisschen aus. Rüdi van Buren, 8. Position nach einem wirklich hart umkämpften Rennen. Julian Hanses hat da ein bisschen was von seinem Startplatz reparieren können. Ist von Platz 13 bis auf die 9. Position vorgefahren. Und Lukas Runefeld, der kompliziert die Top 10. Tja, da müssen wir aber jetzt erstmal durchatmen. Weil das war eine richtig heftige Nummer, dieses Rennen. So, Ahmad El-Shehab steckt da noch irgendwo neben der Strecke. Ist er denn über die Linie gekommen? Nee, er hat nur 17 Runden. Das muss in der letzten Runde passiert sein. Also, das erstmal war es vom Rennen. Wir schnaufen einmal kurz durch und dann kommen wir gleich noch zurück mit einem kleinen Team-Special und der Siegerehrung. Höher. Das sind die offiziellen Resultate und wir sehen, dass Leon Köhler den dritten Platz behalten hat. Also der darf jetzt gleich mit Ayhan Chang Güven und Laurin Heinrich aufs Podium klettern. Larry Tenfordi damit Vierter, Christopher Zöchting, Lucato, Bastian Buß, Rudi van Buren, Julian Hanses, Lukas Runefeld, dann Jesse van Kijk, der wird sicherlich enttäuscht sein, Daan van Kijk auf der 12. Position, dann Sandro Kaibach und Fabio Cittignola beim halben Heimspiel und dann unser Sieger in der Pro-Am, Carlos Rivas schlägt zurück. Hat er die 35 hier zuletzt in Monza voll gemacht und dann hat er sich eine kleine Auszeit gegönnt. Jetzt ist er also wieder dabei. Dann Rudi Rien, Kim Hauschild und Philipp Sager. Das sind Hauschild und Sager auf den Plätzen 2 und 3. Ja, Huber Racing hier mit 2 Fahrzeugen auf dem Podium vertreten. Wir schauen uns jetzt allerdings ein anderes Team an, nämlich Fachautotech im Porsche Carrera Cup Teamcheck. Der Porsche Carrera Cup Teamcheck wird Ihnen präsentiert von Porsche. Ja, herzlich willkommen hier in Monza beim Fach Autotech Team, das einzige Schweizer Team hier im Porsche Carrera Cup Deutschland. Kommt mal mit her. Ich bin der stolze Fahrer, der Nummer 27 hier im Team. Dann haben wir den Andrin, der zum ersten Mal dabei ist. Hat heute einen guten Job gemacht. Alle 4 Reifen waren noch dran nach der Session. Top Work. Hier haben wir unser Helmregal. Ich zeige euch mal meine Murmel. Hier schön verpackt. Ein großes, schönes Stück Käse. Zum Anbeißen, würde ich mal meinen. Ja, der hält mich sicher, wenn wir mit 280 hier die Stadt Hill gerade runterrasen. Thomas hier gerade vor der Vorderachse am Arbeiten. Die 2 Hauptmechaniker eigentlich von Christoph Langer hier. Weil wir gerade von den Teamkollegen reden. Gehen wir mal rein und schauen mal, was die hier gerade am Diskutieren sind. Wir sind gerade nicht über das Fahren am Diskutieren, wir haben gerade über Heimfahrt schon geredet. Ja, jetzt sind wir hier im Teamtruck und hier auch gleich bei der Umkleide. Alle 3 Fahrer haben wir unsere eigenen separaten Tische, wo wir unsere Sachen ablegen können. Und hier haben wir auch gleich unsere Rennkombis hier. Das ist meiner, vom Sandro und vom Christoph. Alle schön in den gleichen Farben, also uns erkennt man
sehr einfach, in den schönen Fachfarben, feuerfeste Kombi natürlich. Und hier im Büro Alex Fach, bei der Arbeit Teambesitzer, Teameigner und auch mein Ingenieur und Teamingenieur, der Fabian. Darüber reden wir dann, wenn wir dann ein Teammeeting haben, setzen wir uns alle hier im Büro eben zusammen und lassen die Session Revue passieren. Okay, einmal noch. Ja, ich kann nicht, wenn der da steht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick hinter die Kulissen bei unserem sehr familiären Team gewähren. Und jetzt haue ich mich zu meinen Teamkollegen dazu und rede Monza. Jungs, erste Schikane. Erste Schikane. Wo bremsen wir? Der Porsche Carrera Cup Teamcheck wurde Ihnen präsentiert von Porsche. Unser Sieger, Ayhanshan Güven, zum dritten Mal in der laufenden Saison. Tja, und Leon Köhler, also erst einmal auf Platz 3. So, ja, Christoph Huber darf sich hier freuen über zwei Podestplätze, auch wenn sie vielleicht ein bisschen getrübt sein wird, weil der Sieg war eigentlich drin. Hallo, Herr Fotograf, hallo. Der Fotograf! Hey, hat keine Zeit. Tja, der Fotograf ist wohl leider gerade ein bisschen anderweitig beschäftigt, als sich jetzt hier um das Superteam zu kümmern. So, da haben wir es nochmal. Also von der Körpergröße her wäre der Christoph Huber sicherlich auch, würde er ganz gut reinpassen in diese Fahrzeuge. Ist ja auch Larry Ten Vorder eigentlich ein ganz untypischer Niederländer von der Körpergröße her. Die sind ja irgendwie im Durchschnitt bei 1,95 oder so. Und das ist auch tatsächlich, würde man hier alle Niederländer nebeneinander stellen, dann hat man die alle da so in diesem Bereich 1,95 bis 2 Meter. Und der Larry Ten Vorder, da denkst du dann, da fehlt ein Kopf. Tja, aber den werden wir heute nicht auf dem Podium sehen. Auch wenn das sicherlich für Diskussionen sorgen wird, diese Schlussphase dort in der Variante della Roggia. Ob das so alles okay war? Gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Leon Köhler hat die Schikane ganz klar abgekürzt und hat sich auch einen Vorteil dadurch verschafft. War dann deutlich vor Larry Ten Vorder. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal die besten Szenen an. Ja, da war was drin in diesem Rennen. Also das war wirklich, ohne jetzt übertreiben zu wollen, sicherlich das spektakulärste Rennen des Porsche Carrera Cup Deutschland in der bisherigen Saison. Ja, und morgen machen wir das Ganze dann wieder um 12.30 Uhr. Das Ganze dann bei Sport 1 Plus und im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Ja, und jetzt warten wir eigentlich mal auf diese drei Herren, deren Autos wir hier sehen, dass sie aufs Podium gebeten werden. Da sollten sie sich jetzt auch nicht so sonderlich viel Zeit lassen, weil der Zeitplan ist hier relativ eng in Monza. Es gibt eine ganze Reihe Rennserien, die an diesem Wochenende hier unterwegs sind. Wenn auch der Porsche Carrera Cup Deutschland mit Sicherheit da zu den lautesten gehört. Also da sei wirklich jedem Fan einmal empfohlen, sich den Carrera Cup mal genau anzuschauen. Wichtig ist dann auch tatsächlich den Carrera Cup Deutschland. Der Carrera Cup Benelux fährt mit etwas leiseren Fahrzeugen. So, da hat man sich jetzt noch verewigt und dann darf man gleich auf dieses wunderbare Podest steigen. Teams warten bereits. Ja, wenn wir das mal überschlagen jetzt gerade in der Tabelle, dann müsste Ayhanshan Güven. Ach, allzu viel holt er nicht auf. Also es sind 187 Punkte hat er bislang. Das ist ein Rückstand von
Ah ja, von 15 Zählern. Ah, sorry, da war ein Druckfehler auf dem einen, was ich hier hatte. Es waren 187 und nicht 167, wie es auf meinem Ausdruck hier steht. Das heißt doch, dann macht er die Meisterschaft wieder relativ spannend. Ten Forde wird die Spitze halten, aber Güven, der wird auf einen einstelligen Rückstand dann kommen. Ja, also noch haben wir die Jungs nicht zur Siegerehrung parat. So langsam finden sie sich ein. Da sind dann auch mehrere Siegerehrungen. Da sind noch die Rookies natürlich. Der Sieg, der geht hier an Luke Hartuch auf Gesamtrang 6 vor Bastian Buß und Fabio Cittignola, der dann auf Platz 14 schon ein bisschen Rückstand auf die beiden hatte. Und in der Pro-Am-Wertung also Carlos Rivas vor Kim Hauschild und Philipp Saga, dem Gaststarter. Der wird dann da nicht punkteberechtigt sein, das heißt, die Punkte für Platz 3 wird Georgi Donchev einfahren. Ja, und in der Teamwertung, da wird GP Elite jetzt ein bisschen was von dem Vorsprung verlieren, aber sie hatten über 100 Punkte Vorsprung. Ja, da geht Hurui Isak vom Porsche Carrera Cup Deutschland mit aufs Podest. Der wird also gleich auch ein bisschen Shampoos bekommen und jetzt kommen sie. Leon Köhler auf dem dritten Platz. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass da irgendwas noch an der Investigation wäre oder so. Das ist wohl so alles in Ordnung. Nebulus Racing bei Huber. Jetzt kommt Van Berge Huber Racing. Also die beiden fahren für dasselbe Team, aber sind für unterschiedliche Teams in der Teamwertung Punkte berechtigt. Und unser Sieger, Ayhan Chan Güven. Da sehen wir schon, nicht der allergrößte von der Körpergröße her, aber der größte in diesem Rennen. Ja, den hat er sich erkämpft, der Ayhan Chan Güven, diesen Sieg, und entsprechend genießt er die Hymne. Es wird jetzt gleich nicht mit Champagner gespritzt werden, da kommt der Porsche Carrera Cup Deutschland dem Ayhan Chan Güven entgegen und man spritzt gleich alkoholfrei. Das macht man immer, wenn Güven auf das Podium kommt. Das gilt dann auch für die Pro-Am-Wertung, wenn da einer unserer arabischen Freunde mit auf das Podium fährt. So, dann also nochmal hoch die Tassen. Wir hatten ja Rennen 350 des Porsche Carrera Cup Deutschland. Da gab es eine spezielle Trophäe. Die hier sind jetzt wieder normal in Anführungszeichen, aber es wird sich genauso gut anfühlen. So, ob das den Champus wirklich ersetzt, das sei dann mal dahingestellt. So, aber die tun sich aber alle schwer, die aufzukriegen. Da haben sie aber nochmal eine schöne Knobelaufgabe gestellt. So, Laurin Heinrich und der Kollege von Phoenix Racing gewinnt das Ganze. Und jetzt kriegt der Güven das alles ab, weil er seine Flasche immer noch nicht aufgekriegt hat. Also, gut, da muss er ja auch nicht der Schnellste sein. Jetzt gibt es noch ein bisschen, ja, jetzt gibt es noch die Revanche bei allen. Aber du hast nur eine Flasche, die anderen hatten drei. Ja, das also die wunderbaren Bilder für heute. Wie gesagt, morgen melden wir uns dann um 12.30 Uhr wieder. Das Ganze dann also auf Sport1 Plus und im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Da gibt es dann dieses Rennen auch nochmal zum Genießen on Demand für alle, die vielleicht etwas später eingeschaltet haben. Also, hier noch einmal die besten Szenen. Das war's. Heiko Stritzke sagt danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen. We'll be right back.